Drei ganz Große des FC Bayern, drei Freunde, ein Verein. Jupp Heynckes wird ihn jetzt verlassen. Nach 34 Jahren als Trainer ist es nun soweit. Heynckes zieht sich zurück, will endlich einmal kürzer treten und andere Dinge genießen, für die er nie Zeit hatte. Mein Freund Uli Hoeneß hat im letzten Jahr gesagt, ja, du musst auch mal loslassen, du musst auch mal essen gehen, du musst mal ein Glas Wein trinken oder auch mal mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, wann soll ich das noch machen? Und deshalb habe ich auch in den letzten Wochen besonders gespürt, dass ja, ich ans Limit gegangen bin. Heynckes, rund um die Uhr war er im Dienst des FC Bayern, morgens der Erste und abends der Letzte an der Säbener Straße. Er hat vorbildhaft gearbeitet, ist vorangegangen. Er hat alles dafür getan, um diesen Verein zu diesem unglaublichen Erfolg zu führen. Und die Spieler sind ihm gefolgt, zum Teil blind gefolgt. Und ich glaube, das Ergebnis, das haben wir jetzt alle und darüber können wir dem Jupp Heynckes nur dankbar sein. Alle beim FC Bayern sind das und viele mehr. Abschiedsgeschenke kommen aus allen Richtungen. Die große Bayern-Chronik von seinen Chefs und Freunden, von den Journalisten, die Heynckes jahrelang begleiteten, der Band 50 Jahre Bundesliga, überreicht von Kicker-Chefreporter Karl-Heinz Wild. Alle ehren eine großartige Trainerkarriere, die im ersten deutschen Tripelsieg mit dem FC Bayern München gipfelt. Dass Jupp das geschafft hat, diese Mannschaft zusammenzuführen, zu einer Einheit zu machen, 25 hochkarätige Spieler zu Freunden zu machen, wenn man diese gemeinsame Freude erlebt hat, auch selbst am Sonntagabend noch, als wir wirklich schon müde nach den alten Feiern, nochmal bis um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr den ein oder anderen Spielern dort mit purer Freude erlebt haben, dann haben wir, Karl-Heinz und ich, erlebt, was Jupp aus dieser Mannschaft gemacht hat. Fußball ist Heynckes Leben. Die Versuchung war groß, weiterzumachen. Und doch hat er sich dagegen entschieden. Auszeit, kein endgültiges Ende. Ein letztes Mal poliert Jupp Heynckes seine Trophäen. Komme ich jede Woche, komme ich einmal. Und übergibt sie eigenhändig an das klubeigene Museum. Seine letzte Amtshandlung für den FC Bayern München. Zumindest für einige Zeit.